Mein Hemd. Ich habe es immer getragen, seit diesem Tage, dem Tage des Massakers. Aber was machst du damit? Du bist wie das kleine Mädchen im Garten, das mich immer an die Vergangenheit erinnert. Okay. Also mit dem... Also ich habe mir die Folge noch mal angeguckt gehabt. Und hab dann gesehen, dass Darby ja, wir können das ja leider noch nicht zerschneiden. Und hab gesehen, dass wir, dass das halt Darby ist mit seinem Hemd. So, aber das hat uns jetzt auch nicht weitergebracht. Weil er hat jetzt irgendwas vom Garten gesagt. Oh, du hast den weißen Mann kennengelernt. Ich brauche 3 weitere Blumen, um meinen Strauß fertigzustellen. Ja, dann, also ich wollte das jetzt eigentlich noch hinten mit dran batschen. Jetzt wird es aber doch eine eigenständige Folge. Deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen hier zu Whispering Willows Folge Nummer 3. Ich habe gedacht, ich weiß jetzt nicht auf die Schnelle wo. Man das Hemd abgeben muss, hab's aber dann in der Folge gesehen und dann, ja. Jetzt siehst du, wir kommen hier rein ins Labyrinth. Deswegen, hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Aber ich muss noch eben kurz was machen. Ich wusste ja nicht, dass ich jetzt aufnehme. Kleinen Moment bitte. Achso, jetzt habe ich wieder aus den Garten betreten gemacht. Ich will ja in das Labyrinth. Ah, da darf man gehen. Ja, ja, bla bla. Okay, hier komme ich nicht rüber. Ich kann damit nicht fliegen. Es ist so schwer, für, selbst für einen Geist. Oh, danke für die Notiz. Oh, ein Denkmal. Was ist das für ein Ding? Eine Glocke? Ein Zylinderhund? Ein Zylinderhut vielleicht? Wer weiß. Okay. Ich drück mich durch die Öffnung. Ich war noch nie in so einem Labyrinth. Will ich da rein? Oder will ich erstmal hier hin? Mal gucken. Mal kicken. Männerbürste. Eine Männerbürste. Das ist irgendwie lustig, oder? Ja, total lustig. Lacht mich ein ab. Ich krabbel da doch erstmal rein. Warum huste ich das Ding an beim... Erstmal anhusten. Oder lacht sie, weil das ja so lustig ist. Ist das so ein... Die kriegen wir auch bestimmt safe eine Schere. Robert! Zu Lebzeiten war ich ein Komiker. Ich wette, du kannst erraten, warum ich mich umgebracht habe. Weil es witzig war. Eine Blume. Eine Fuchsianerblume. Was für eine schöne Blume. Müssen wir dem Mädchen geben.
Aber sie braucht 3 Blumen, deswegen suchen wir noch 2. Ich hoffe, mich nimmt jetzt hier niemand von hinten. Stop. Weil die hat nichts an untenrum, ne? Nur so eine kleine Panty, aber dafür so ein... Ach ja, ist ja Daddys Jacke. Aber halt so eine dicke Daddy-Jacke, ne? Und Kapuze. Und Socken hochgezogen bis zu den Knien. Ich brauche Blumen. Noch 2 Blumen, bitte. Bevor ich da reingehe, gehe ich erstmal weiter. Oh man, ganz viele Wege. Gehen wir mal im Weg Nummer 1. Da haben wir schon wieder einen Notiz. Dankeschön. Das war's. Okay, Tür Nummer 1 ist abgehakt. Gehen wir doch mal in Tür Nummer 2. Mal erstmal. Was sieht da? Ein Gartenschlüssel. Sie sieht wie eine schöne Blume aus. Das ist wahrscheinlich die eine Tür da im Labyrinth, wo wir nicht reinkamen. Hier kriegen wir jetzt die zweite Blume mit Sicherheit. Ein Tier könnte diese Dorn vermutlich entfernen, aber ich glaube nicht, dass ich es kann. Pack die Krallen aus! Was bist du für ein Häschen? Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal durch die Tür und dann kriegen wir eine Schere. Und dann können wir dort mal machen. Und dann heißt das nicht dann heißt das mhm. Die sieht aus wie eine Art Göttin. Wie, und die wird nicht angehustet? Einer Notiz. So, wir haben hier wieder 3 Türen. Tür Nummer 1, Tür Nummer 2 und Tür Nummer 3. Ich bin auch mal noch müde. Ich werde auf ewig müde sein. Was haben wir hier? Trompetenstatuen. Oh. Diese Statuen spielen füreinander. Wie schön. Das ist aber keine Trompete, das ist eine Flöte. Aber okay, muss ja jeder selber wissen. Das ist eine Trompete. Oder eine zerbrochene Statue. Ich frage mich, wie diese Statue zerbrochen ist. Wenn doch all die anderen noch stehen. Dann gehen wir doch mal da rein und gucken nach. Da kommt eine Blume, eine lila Blume angeflogen. Hier. Pie ins Auge stechen. Ihr sollt die Blume einsammeln. Lila Blume. So. Oh, ich hab nach dir gesucht. Schön, dich kennenzulernen, kleine Blume. So, Tür Nummer 3. Mal gucken, was sind da versteckt. Hier kriegen wir jetzt wahrscheinlich eine Schere. Und mit der Schere kriegen wir die dritte Blume. Ich würde sie alle finden, alle Notizen. Ich wünschte, ich hätte etwas, womit ich den Reben zerschneiden könnte. Oh, wir können immer noch nicht zerschneiden. Hä? Ich hab doch alles nicht so. Gibt sie sich mit 2 Blumen zufrieden und gibt sie uns dafür dann eine Schere?
Ein ganz schön abgemagerter Marsch. Gut, ja, da ja. Tür Nummer 3. Hinterher. Fütter den armen Hund doch mal. Er ist so abgemagert. Was? Was? Jetzt kriegen wir eine Schere. Und dann müssen wir... Warte mal. Was? Also das war's. Okay, alles klar. Schere und mit der Schere dann durch das eine Gedöns. Schnipp, schnipp, schnipp. Und dann Blume. Oder auch nicht. Nun, ich bin Marty Zins. Wie ich sehe, hast du meinen Hund Beaufort gefunden. Okay, dann müssen wir jetzt zum Mädchen und kriegen vom Mädchen die Schere. Ihre Stars Labire. Leck mich da am Arsch. Du willst nicht in meine Gegend kommen, denn du weißt ja, dass sie alle tot sind und so. Hallo, ich war da auch noch in dieser Geistergestalt. Geschafft. Wir haben jetzt einen Strauß. Lass ihn mich zum weißen Mann bringen. Ich weiß einfach, dass er ihn aufheitern wird. Jetzt müssen wir zum Mann oder was? Zum Aufzug. Und dann kriegen wir da vielleicht eine Schere. Damit wir hier reinkommen. Und wir dürfen nicht vergessen, im Labyrinth müssen wir dann ja auch noch rein. No, 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 no. Der weiße Mann. Darby, sein Name. Im Haus wird nicht gerannt. Kleines Mädel, ich danke dir sehr für das Geschenk. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut, was geschehen ist. Ich verdiene deine Freundlichkeit nicht. Deine Vergebung. Danke, Hoppel. Tschüss fürs Erste. Was? Was meinst du damit?
Wir haben sie getötet, Hoppe. Wir haben sie alle getötet. Und ich war der Schlimmste von uns. Ich habe den Schädel von diesem kleinen Mädchen mit dem Hinterteil meines Gewehres eingeschlagen. Bitte, war es da so gut dran? Wortem hat mir den Befehl erteilt. Aber das entschuldigt nicht, was ich getan habe. Ich bin fertig damit, für ihn zu kämpfen. Meine Seele ist in feurige Hölle verdammt. Aber ich habe damit meinen Frieden geschlossen. Geh, Hoppel, finde deinen Vater. Stell sicher, dass du ihn festhältst, wenn du ihn gefunden hast. Und da finden wir jetzt nicht. Tschüss, Darby. Ich hoffe, du findest deinen Trost. Mit dem Fahrstuhl fahren. Im Hotel wird nicht gerannt. Ich würde mich lieber gern hinsetzen, aber ich muss Dad finden. Einfach eine schöne Notiz. Jetzt hast du hier alles so verwinkelt. Komm ich runter? Noch eine Notiz. Oh, hier ist ein Geist in der Nähe. Und wer bist du jetzt? Oh nein, ich habe ihn verloren. Es ist, als würde ein Teil von mir fehlen. Bitte, kleines Mädchen, hilf mir, ihn zu finden. Hilf mir, meinen verlorenen Liebesbrief zu finden. Wardhams Worte haben immer so gut geholfen, mich zu trösten. Laber nicht, einen blöden Liebesbrief finden. Und meinen Daddy finden. Ich musste da Gewicht drauf packen. Kannst mal sehen, kannst mal sehen. So, ich nehme Glocken Nummer 8, bitte. Dankeschön. Falscher Knopf. Das schreit nach einer Diät. Da geht's runter. Hier geht's rein. Ih! Aua! Mein Auge tut weh. Meine Schulter und mein Brustkorb. Aber eines Tages habe ich ein Messer voll Blut gefunden. Ich weiß nicht, wo es herkam. Ich dachte mir, es sei aus der Küche, also habe ich es da gelassen. Die haben ja einfach alle umgebracht. So sollte eine Küche nicht riechen. Da ist ein Messer drin. Tschu. Nimm es. Dieses Messer wurde verwendet. Und mit dem Messer könnte man jetzt rein theoretisch das alles aufschneiden. Bevor wir da reingehen, hier erstmal runtergehen in den Weinkeller. Immer eine schöne Notiz wieder. Ich glaube, wir verpassen eine Menge Story dadurch, dass wir die Notizen nicht lesen. Wow. Sieh einer all diesen Wein an. Warum würde es hier sicher gefallen? Sie hat eine Alkoholikerin als Mutter, alles klar. Deswegen ist Daddy weg. Hat sich das nicht mal antun. Das ist unglaublich. Vielleicht hatte Wortham
doch. Ach, das ist die Tür. Wir sind. Ah. Ja, jetzt ist die Frage. Gehen wir ins Gewächshaus oder ins Labyrinth? Ins Labyrinth, ne? Dann weiß man, dass man das Gewächshaus noch hat übrig. Das machen wir später. Frage ist nur, schaffen wir das auch mit diesem kleinen Messer oder braucht man dafür eine ganze Heckenschere oder sogar eine Kettensäge? Dann kommt man ja auch hier nicht mal mehr so easy durch. Link! Link! Wir müssen uns links halten, links halten! Tor 3! Hier war das. Ja. Zack. Blutiges Messer verwendet. Gruseliger Typ. Ich habe diesen Typ hier schon mal gesehen. Ich frage mich, wer er ist. Er sieht ziemlich gruselig aus. Puh, ein Frosch? Etwas ist hier am Leben. Unglaublich. Oh, ist nicht alles tot. Was bist du denn? Philo. Nein! Ich bin kein Geist. Mein Name ist Philo. Und ich bin kein bloßes Hirngespenst. Wie Sie. Ich bin auf der Suche nach etwas. Und was suchst du? Na gut. Dann würde ich sagen, ich stelle mich jetzt schon mal ins Gewächshaus. Für nächste Woche. Ich wollte eigentlich gar nicht so viele Folgen aufnehmen, aber... Aber ich will das jetzt auch nicht unbedingt abbrechen. Tschüss, bin dann mal weg. So, hier rein. Und dann im Gewächshaus sage ich dann Tschüss. Und dann wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Woche. Jetzt kann ich in das Gewächshaus gehen. Und ich kann jetzt euch auffordern, ein Abo dazulassen. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Nächste Woche.